Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei unserem Let's Play Arcanum. Wir haben das letzte Mal Gar geholt. Wundervollen Gar, den intelligenten. Welchen Gods of Arcanum haben wir ihm gegeben, ja? Er hat noch keine Rüstung. Braucht er eigentlich eine große? Eine gute Frage. Ich glaube, er braucht Medium. Ist das Medium? Kann er die anziehen? Nö, kann er nicht. Das heißt, er braucht eine große Rüstung. Er könnte die an. Ah. Na toll, das habe ich gut gemacht. Ein nice suit. Schauen wir mal. Nö, kannst du nicht anziehen. Gut. Das heißt, Orks sind groß. Wir brauchen eine große Rüstung für dich, bevor wir irgendwas anderes machen. Zumindest bevor wir irgendwas kämpfen. Da ist der gute Panel. Darüber wollen wir, nämlich zu diesem Tempel. Ich kann mich wieder erinnern. Aber zuerst werden wir vielleicht noch darüber schauen. Quality Armor. Achso. Naja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. So, falls ihr euch wundert, ich spiele heute auf einem Monsterbildschirm, nämlich auf meinem Fernseher. Ha, so bin ich. Das heißt, ich kriege noch weniger mit, was rund um mich passiert. Ja, ich habe mindestens 2 Wochen nicht mehr Arcanum gespielt. Ich weiß echt nicht mehr, was uns noch fehlt. Ich weiß nur, wir wollten zum Panari-Tempel danach, aber zuerst gehen wir mal und suchen wir für den lieben Gar eine Rüstung, weil der kann ja nicht so nackig rumrennen. Oder? Da haben wir Rüstungen, das schaut gut aus. Hallo, Herr Rüstungsmensch, Herr Rüstungszwerg. Let us trade, good Sir. Eine Bronze Plate. Bronze Plate. This item will cost only 1933. Das können wir uns nicht leisten. Mal abgesehen davon, dass wir eine große Rüstung brauchen. Und das sind lauter kleine. Das heißt, wir finden hier nicht das, was wir suchen. Mist. Wo könnten wir noch? Große Rüstungen sind gar nicht einmal so einfach zu finden. Da ist Schüler und Söhne. Da sind General Store und Kleidungsladen. Vielleicht sollten wir mal da noch schauen kurz. Das ist ziemlich dämlich, das so zu machen. Nee, der hat nur Guns. Das brauchen wir erst gar nicht versuchen bei dem. So. Jeffrey's Gear ist ein Gadgetry. Das ist auch nicht sinnvoll. Da ist das Telegrafenamt. Da ist die Bar, in der wir damals umgekommen sind. Vielleicht.
Als Diener könnten wir reinkommen, haben wir schon gesagt, gell? Shall we barter, Sir? Ein Large Nice Suit. Na, das könnten wir zum Beispiel mal kaufen. Der kostet nicht so viel. 90. Und da muss er wenigstens nicht nackig mehr rumrennen. Gar. Schau mal, was ich hier habe. Wieso ziehst du das auch nicht an? Wieso kann er das nicht anziehen? Na, klein kann es ja wohl nicht sein, was er anziehen muss. Das ist interessant. Kann er überhaupt keine Rüstung anziehen? Kann das sein? Waffen und Schuhe hat er ja angezogen. Gib mal her. Mal schauen, ob wir das Zeug wieder verkaufen können. Was für ein Verlustgeschäft. Ärgerlich. Okay. Wieso kann der das nicht anziehen? Hat da irgendjemand eine Ahnung? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der irgendwann mal was anhatte, wie ich das letzte Mal gespielt habe. Ja. So, wo sind wir denn jetzt? Hier in dieser Gegend. Keine schöne Gegend. Madame Lille, Madame Tussaud, die wir ja leider getötet haben, beziehungsweise die uns angegriffen hat. Wir haben sie nicht getötet. Sie hat das ganz von alleine geschafft. Die Ratten, wo wir keinen Schlüssel gekriegt haben. Das war spitze. Irgendwie hat das Spiel einen Bug. Ich glaube, irgendwas funktioniert da nicht so ganz. Ich hoffe, wir können bis zum Ende spielen. So, jetzt haben wir da einen Bettler. Ich glaube, wenn wir dem was geben, mögen uns die Leute. He grabs your arm as you pass by. Spare some coin for his poor beggar, sir. But of course, here, take these 10 coins. You're true, dear kind man, I thank you. I'm leaving now. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Tough looking shady character. Shopkeeper. Shopkeeper klingt gut. Yes, friend. Is there something I can do for you? Let us trade. We have nothing of interest to you here, sir. Goodbye. Ah, okay. Also solche Geschäfte sind das. Hello, sir. May I ask your name? I am Mr. Black. What do you want? Ich glaube, wenn wir böse spielen, können wir da ganz schön was Tolles kaufen oder sowas in die Richtung. What can you tell me about this place? Looking annoyed. Listen, buddy, I do not have time for your interruption. Na, okay. Wir werden hier nichts finden. Poons Flophouse? Was ist Poons Flophouse? Wir können hier übernachten. Sir, what is it? Hello, can I ask you something? I'd like a bed for a night. Okay. Da hinten ist einer raus, während wir rein sind. Interessant. Wo ist der hin? Ist der von uns geflohen? Wahrscheinlich, schaut fast so aus. So, da unten, das ist nur... Oh.
So, jetzt schauen wir da noch schnell rein. Okay, die schon gefährlich aus. Half Orc City Dweller. Half Orc Thief und Half Orc Thief. Just passing through. Good day to you then. Okay, die bewachen wohl irgendwas, oder? Was sagt sie ihr? Oh, da hinten ist nichts. Vielleicht haben sie irgendwas in der Hand. Vielleicht kommt da noch irgendein Auftrag dazu. So. Auf zum Panari-Tempel. Der ist nicht mehr weit. Ich glaube, der ist da drüben. Ich glaube, das da oben ist er. Da werden wir vielleicht noch ein wenig was über unser alter Ego erfahren. Über den Typen, der wir sein sollen. Ja. Na bitte. Panari Tempel. Schaut gut aus. Oh, hier ist es gleich viel ruhiger. Da hinten ist diese Kiste. Ich habe gelesen, da drinnen können wir uns was holen, um unser Charisma zu erhöhen. Aber da müssen wir, glaube ich, in der Nacht kommen. Sonst müssten wir mit dem Typen kämpfen. In the name of Nasrud in the Panari, welcome you to our temple. How might I help you today, friend? What can you tell me about the Panari? The Panari Church is based on the teachings of Nasruddin, an elf who lived during the Age of Legends. As head of the Elven Council, Nasruddin acted as a guide for all of the races until the rise of Aronnax and his evil followers. Nasruddin waged war and Aronnax was defeated. The Panari Church was founded sometime after that. Ja, fragen wir noch weiter. Of course. What is the Age of Legend? Das ist eine gute Frage. The Age of Legend was a time between 1500 and 2000 years ago. A time when magic was a much larger part of the world than it is today. Before the mages left for Tula. A time of dragons and knights and kingdoms. The time of the Elven Council. Tula klingt gut und interessant. Few more questions about the Panari. What was the Elven Council? The Elven Council was a group of elves and mages who oversaw the well-being of all of the races of Arcanum. They were ruled by Nasruddin, a wise and powerful elf, who was head of the council for 1000 years. Ziemlich langlebig, dieser Elf. What more can you tell me about Nasruddin? Nasruddin was the benevolent leader of the Elven Council. For 1000 years, he ruled all of Arcanum and brought peace and prosperity to all of the races. Yeah, the good guy also. His teachings are recorded in the sacred Archean and are the cornerstone of all Panari beliefs. Okay. Are there any prophecies that he will return? Yes, it is called the Prophecy of the Living One. It is written in the Archeon that one day both Nasruddin and Aronnax will return to Arcanum and fight the final battle. I don't understand. Isn't Nasruddin dead? Yes, he's been dead for a long time. The literal meaning of the prophecy is unknown. Many believe that they will both be reincarnated. Entschuldigung. Das ist nicht sehr interessant, so dieses religiöse Gebrabbel.
Or the prophecy is a metaphor for something more contemporary. The truth is, we just don't know. And who is Arronax? Arronax was an evil elf who came into power during the Age of Legends. He believed that only he and his followers were fit to rule, and decreed death to all of the races. Nasruddin, in his mercy, came to our defense, and I quote from the Archean, defeated Arronax, banishing him forever to the void. No, das klingt nicht sehr ewig, wenn er nur gebanished wurde. What do you mean he was banished? We are not quite sure. Banishments no longer happen. We believe that it could that it took powerful magic to do so, and once banished, that person never returned. But the Archean speaks of it, and so we believe. Naja, klar, wenn es das Archean sagt. Has anyone else ever been banished? Yes, the Archean speaks of others who suffered the same fate as Arronax. There are four who are listed by name. Gorgoth, Krakatur, Kergan, and the Bane of Kree. They were all evil beings, but none were so evil as Arronax. If you ever see the Archean, you can read more about them. What is the Archean? Also die Bibel quasi. The Sacred Book of the Nasruddins. Oder für meine Zuschauer aus anderen Teilen der Welt, der Koran. It is housed in the first temple of the Panarii in Caladon. You can see it there. Ah, okay. Also in Caladon kriegen wir mehr Infos dazu. A few more questions about the Panarii. Gibt's noch irgendwas, was da... Nö, das hatten wir schon alles. A few more general questions. What do the Panarii believe in? The Panarii Church is based on the teachings of Nasruddin, an elf who lived during the Age of Legends. Said of the... Ja, das hatten wir doch schon, oder? I'm in need of your services. Ah, of course, my friend. What is it you need? Could you heal me? Ah, da kann man sich heilen lassen. I would like to receive apprentice training in Boston. In heal? Never mind. Good day to you. I'm glad you stopped in, my friend. Would you like a pamphlet before you go? Aber klar doch. Ein Wachturm. Here you go. In the name of Nasruddin, farewell. Toll. Was haben wir jetzt gekriegt? Nein, das hatten wir schon. Ein Pamphlet. Are you confused in this new world of magic and technology? Are you sad about the lack of reverence and of all the old ways? Then the Panarii religion is for you. Based on the teachings of the great elf Nasruddin. Oh Gott, das ist wirklich der Wachturm. We accept all races, all walks of life. Come and share in the ancient elven wisdom and see how it applies to life today. We are always open. Come on, come one, come all. Okay. Na gut, das dazu. Können wir bitte da hinten das aufmachen? Natürlich nicht. Könnten Sie bitte mal kurz weggehen, Herr Human Priest? Ob wir in der Nacht wiederkommen können? Egal. Wir gehen da weiter. Tja, das war jetzt nicht so ergiebig, wenn du mich fragst. Oder wenn ihr mich fragt. Ich kann aber wahrscheinlich auch in der Einzahl reden. Mehr als einer hört da eh nicht zu. Oder schaut sich das eh nicht an. Und dieser eine ist möglicherweise von meiner Familie. Weil die einfach so nett sind.
So, was haben wir hier? Das schaut nicht besonders gesund aus. Ob das explodiert ist? Who might I have the pleasure of addressing? Fangen wir mal. My displeasure would be immeasurable were I to believe you actually did not know the genius of Cedric Appleby. Few can bask in my presence and not be humbled. Oh, I had no idea you were the Cedric Appleby. That is correct, sir. Cedric Appleby, scholar, gentleman, businessman and owner of the second largest steam engine company in all of Thrant. Oh, okay. Second largest. Why aren't you the largest? It's the damn charlatan Bates being hailed as a hero. Ha! I spit on him. His intelligence is but what that of a gnat's compared of to mine. Nein, das wäre nicht freundlich. What do you know about Gilbert Bates? Gilbert Bates is a common thief, nothing more. I have known him since childhood, until he began consorting with the dwarves. Ah, der hat also mit den Zwergen zusammengearbeitet. They gave him the steam engine. I'm sure of it. And everyone thinks he invented it. Ah, verstehe. The scoundrel, but how has he invented so much since then? Someone should show him the error of his ways. Nein, schauen wir mal das an. He has stolen everything from me. I know for certain that he has hired mages to read my thoughts for all of his designs. I cannot count the instances I have been envisioning my newest invention and he produces it. Ah, I can understand your frustration, but what can be done? Just say the word and I will tear that bastard's heart out. Help me get into his house to expose him for the liar he is. Well, someone has stolen your sanity at least. Ja, wahrscheinlich, aber wir sagen es trotzdem nicht. Wir wollen in das Haus von Bates. All in due time, but I need something from you first. What would that be? Bates is working on a new steam engine design, which of course he stole from me. I need you to destroy the prototype. If I do this for you, would you get me into his house? How will this humiliate and expose him? I'm not interested, goodbye. It is clear to someone of my advanced abilities that your intellect has difficulty following my reasoning. Oh my god. Consider this preamble to the inevitable ruination of one Gilbert Bates, as well as a test of your trustworthiness. Wir lügen ihn an. Stupendous, here is some dynamite to expedite your mission of destruction. His factory in close proximity of his house, you can't miss, at the tail end of Ten Hands Alley, to be precise about the matter. I shall return when the job is completed. Yay, wir haben wieder Dynamit gekriegt. Ich liebe Dynamit, damit können wir so viel schönen Schaden anrichten. Na okay, wir können es ja noch immer machen im schlimmsten Fall. Aber besonders trustworthy scheint er nicht zu sein, wenn seine Dampfmaschinen so aussehen. Ein bisschen laut war es da drinnen. Na schauen wir mal. Da hinten irgendwo war das. Das haben wir eh schon mal gesehen. Aber da haben sie uns nicht reingelassen. Genauso wenig wie zum Bates. Grrr.
Warte mal, da. Sprechen wir mal mit diesem Typen. What is this place? Nothing at the moment, good day. Was? Ich will euch doch nur helfen. Ach Gott. Wieder zum Bateshaus? Ich dachte, man muss daher. Ärgerlich. Die ganze Zeit hin und her rennen. Grrr. Das ist die Fabrik mit den Orks, die wir hoffentlich zum Streik angeregt haben. Na, immerhin, da ist ja auch noch eine Wache. Das ist eigentlich gemein, man geht immer zur Human Guard first. Whose house might this be? Achso, waren wir da vielleicht noch gar nicht. Gilbert Bates, the industrialist, lives here. I need to gain an audience with Mr. Bates. That is not possible. Mr. Bates sees no one, especially now with the recent attempt on his life. Attempt on his life? Mr. Bates was attacked in his study by some fanatic. Thank the gods Chuka was there to snap the intruder's neck before he could do any harm. Well, we've been having some problems with the saboteurs at the factory. Oh, okay. I'm sure Mr. Bates would want to thank you personally. Oh, that sounds dangerous. Mr. Bates should be upset if I got hurt. You have piqued my interest. What else can you tell me? Not much, really. They usually strike in the middle of the night, sometime after midnight. We've lost several guards we've sent there to stop them. Natürlich machen wir das. Good luck. The factory is located at the tail end of Ten Hands Alley. There is the key. The guards will be expecting you. Come back here when you have dispatched them. And I will let you in to see Mr. Bates. Na bitte, das geht ja. Wir müssen nur ein paar Saboteure töten, die wir im Übrigen sind. Machen wir diesen Kampf noch. Ich würde fast sagen, ja. Ja, steh nicht hin und her rennen. Move along, please. I'm here to help with the saboteurs. Go on in then. Okay. Und wo sind die Saboteure? Guard. Ah, die rennen da rum. Ich kann mich wieder erinnern, wir sind ziemlich genau um Mitternacht gekommen und einmal habe ich es nicht geschafft, rechtzeitig im Raum zu sein. Na schau, so sollte eine Dampfmaschine ausschauen, nicht so wie bei diesem Apple Pie.
sonst irgendwas zum Ausrauben? Schließt mein Schlüssel da auch? Offensichtlich nicht. Der Apple Pie sollte eher Geld ausgeben, um seine Dampfmaschinen gescheit zu machen. Ja, okay, das kriegen wir nicht. Okay, na dann warten wir hier bis Mitternacht. Okay, nein. Wie spät haben wir es jetzt? 14.11 Uhr. Das heißt, wenn wir 10 Stunden warten, warten wir zu lange. Aber 8 Stunden müsste gehen. Oh, es ist Nacht. 22.13 Uhr. Dann gehen wir noch eine Stunde weiter. 23.15 Uhr. So, und jetzt? Oh Gott. Die Zeit vergeht ja wohl langsam. Ist es schon soweit? Ist es schon soweit? Ist es schon soweit? Ist es schon soweit? Es ist 23.20 Uhr. Nein, 18. Die Dinger funktionieren aber noch immer. Spät. 20.21 Uhr. Aber da geht's nicht durch. Hey, das ist aber undockt. Das ist cool. Sugar. Elektrolytlösung. Metallplatten. Hey, wir können eine Batterie machen. Nachdem keiner von uns Techniker ist, können wir damit ja nicht wirklich was anfangen. Aber wir können den Ball auch nehmen. So, wie spät haben wir es jetzt? Na, immerhin 23.30 Uhr. Fast schon soweit. Fast schon soweit. Ach weh. Wir passen hier auf die Dinger auf. Juhu, 23.31 Uhr. Ich glaube, die entstehen nämlich einfach da herinnen. Die kommen nicht von irgendwo her. Was ist mit euch? Ihr rennt da draußen rum? Oh, da hätten wir auch noch aufmachen können, versuchen. Nein, doch nicht. Es lockt. Ah, 23.35 Uhr. Jetzt kommen sie wieder. Wenn sie dann weggehen, werden wir versuchen, es aufzubrechen. Repair, Disarm, Pickpocket, Prowling, nö. Ah, da sind die Lockpicks, damit müssen wir das machen. 23.41 Uhr. So, geht's mal raus aus dem Raum.
Naja, na okay, wir sind zu unfähig. Vielleicht sollten wir in Lockpicking auch investieren. Ich kann nicht immer alles in die Luft sprengen. Hey, 23:44 Uhr. Gleich ist es Mitternacht. Hey, da geht's ja auch weiter. Was ist da drinnen? Also das ist wahrscheinlich der Prototyp. Bitte. 23:50 Uhr. Kommt sie bitte auch wieder her? Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Vielleicht sollten wir noch abspeichern vorher. Nicht, dass wir hier sterben und dann alles noch einmal machen müssen. Was? Was hast du gedacht? Was habe ich dir jetzt gesagt? Stay close, spread out, walk, attack, character sheet. Nein. Und? Was ist jetzt? 23:55 Uhr. Wo sind die Angreifer? Kurz vor Mitternacht hat es geheißen. Wie kurz vor Mitternacht kommen die denn? Da hinten höre ich die Wache. Dreiundzwanzig. Wache. Huch. Da sind die ja. Ah, das war natürlich sehr klug. Weil ich hätte mir natürlich vorher schon meine Agility of Fire geben können. So. Wen greifen wir als erstes an? Hier schaut so aus, als wäre er schon am stärksten verletzt. Das heißt, er hält wahrscheinlich am wenigsten aus. Könnten wir den noch treffen? Nö, offensichtlich nicht. Au! Jetzt hör auf mich zu hauen. So, jetzt nehmen wir mal das da. Und wir nehmen noch sowas. Und dann greifen wir weiter den Typen an. Greifen weiter ihn an. Irgendwie ist das Spiel lahm auf meinem Computer, das kann ja wohl nicht sein.
hinterher. Na toll. Stehen bleiben sollen. Okay, ich gehe mal da weg. Sollen wir mal nachkommen? Huch. So, na dann. Heilen wir uns mal wieder. Und dann nehmen wir dich auch mit einer die Rüstung zerstören wir zwar dabei, aber ups. Ja, die waren doch nicht so einfach zu besiegen. Wow. Und tot. So, schauen wir mal, was hat denn dabei sich? Ein Rusty Hammer und damit hat er so viel Schaden gemacht. Schauen wir mal, was mit den beiden ist. Eine hingige Jacke. Und noch so ein Hammer. Sieht auch eine hingige Jacke und einen Dagger. Aber wenn ich bedenke, dass die so einen Schaden gemacht haben mit diesen Waffen, gefällt mir gar nicht. So, na gut, aber ich glaube, wir haben jetzt das Vertrauen von Mr. Bates erlangt. Herrschaften, an dieser Stelle werde ich Schluss machen. Ich werde dann gleich raufgehen und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, bin ich dann bereits bei Mr. Bates seinem Haus oben. Dann braucht sie mir nicht zuschauen, wie ich darauf renne. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft's gut und träumt was Schönes.